Mit diesem komischen Feuer. Und noch was? Ach so, okay. Diese Flammenwerfer lassen einen brenzlige Gefahr. Leute, das macht bloß nicht nach. Das ist die letzte Etappe. Danach ist Schluss. Also auf zur dritten Etappe. Los! Willst du mich verarschen? Der wollte einfach nicht springen. Okay, komm. Ey, das ist locker ein super Rekord. Das war die dritte Etappe. War ich? Gut gemacht, Ritt. Wir verraten nun seine Gesamtzeit. Welches Ergebnis erwartet ihn? Ich hoffe mal super Ergebnis hier. So habe ich die Kiste in die Kontinente nicht hingestellt, aber egal. Hier sind deine Ergebnisse. Uiui, jetzt kommt's. Oha. Neuer Rekord und so. Das ist schnell. Zu schnell. Ein unglaublicher Hochgeschwindigkeitsrekord. Er bewegt sich wie der Blitz. Rett, der einsame Roboterreiter. Ich hab's geschafft. Glückwunsch, Rett. Hier ist dein Preisgeld. Krieg ich noch super Preisgeld oder so? Sehr beeindruckend, Rett. Glückwunsch. Danke. Ich glaube, du bist bereit für die neue Etappe, aber für heute ist der Wettbewerb vorbei. Wir freuen uns schon auf deine nächsten Teilnahme und auf deine noch schnellere Zeit. Also dann, bis bald. So, kein Superpreisgeld? Oh. Gibst du mir Superpreisgeld? Willkommen zurück, wie lieb's. Hä, du warst ja da. Es hat Spaß gemacht, am liebsten würde ich nochmal daran teilnehmen. Nun, du kannst an den Wettbewerb so oft teilnehmen, wie du möchtest. Nimm die Quest einfach genauer, dann... Ja. Okay, alles klar. Will er mich gerade verarschen? Er war da und hat mich gratuliert. Und jetzt auf einmal fragt er, wie war es? Wie war es denn für dich? Okay. Warte mal, ich will mal kurz nach oben gehen. Okay. Was ist da drin? Käfer töten. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ich war gerade bei YouTube mal kurz, mein Lieblingschannel. Yay, ich werde mit YouTube machen. Und ich hab ja Julian Sprout abonniert, für die Leute, die das wissen wollen. Und er macht ja dieses Rap-Contest-Ding da, um die besten Rapper oder irgendwas anderes rausbekommen oder die Leute zu wissen. Man weiß es nie bei ihm. Aber ich mag seine Art. Und momentan kommt da ein guter Rapper vor. Bisher waren da gute Rapper. Die Hall of Shame gab es ja noch viele. Und ja, aber Hall of Shame, dann kann ich echt bei den Leuten verstehen, warum die da drin sind. Ich kann es echt verstehen. Bis jetzt mein Favorit, Ahmed, wie der heißt, und der Asiate. Sagt eure Favoriten, wenn ihr auch bei Julians Blog, wenn ihr Julians Blog abonniert habt. Ich würde gern wissen. Wie sind die Duelle? Ach ja, für die Leute, die sich echt dafür interessieren. Inazuma Eleven 2, ich will das Let's Play. Keine Sorge, ich werde das Let's Playen und... Ja, ich will das Let's Playen. Hier sind die Duelle, an denen du derzeit teilnehmen kannst. Mischkampffinale. Ein spannendes Match gegen Monster. Wer wird bei diesem Gemischtkampf als Sieger vorgehen? Das Problem setzt natürlich auf dich. Ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, es kommt mit der Herausforderung. Bei diesem Showkampf soll ich also gegen Monster kämpfen? Ganz genau, du musst dir eine Strategie überlegen. Sie sind nicht wie andere Kämpfer. Das glauben sie, wenn sie vor sich haben. Ich mache jeden Gegner platt. Ob Mann oder Monster. Oder Frau. Oder Kind. Genau deshalb bist du auch der beste Kleiner. Dann geh und bereite dich vor. Okay. Hey, die kenne ich doch. Ja, der Bastard und die... Bitch. Sie schon wieder. Was machen sie hier? Sag nicht, du hättest uns vergessen. Du hättest es vergessen. Du hast versprochen, dich in meine Dienste zu begeben. Davon träumst du wohl. Rett, wir sind gekommen, uns erneut deinen tapferen Partner zu sehen. Ach so, ja klar. Rett, wenn du in meinen Diensten treten möchtest, dann stell deine Stärke unter Beweis. Ich habe mit keinem Wort erwähnt, dass ich das mache. Kriegst du kalte Füße? Echte Männer müssen sich solchen Herausforderungen stellen. Boah, ich hab dich schon bei Funny Messengers LP gehasst, jetzt hasse ich dich noch mehr. Okay, wie sie wollen. Ich werde ihnen mein Bestes zeigen.
Fangen wir mit etwas Leichtem an. Ich möchte eine dreifache Luftkombo sehen. Nicht so leicht als das. Sehen Sie gut hin. Dreifache Luftkombo, okay, ich weiß, wie das geht. Die erste Runde fängt gleich an. Ich muss allmählich noch raus. Denk dran, eine dreifache Luftkombo. Ich hab's nicht vergessen. Ach, ich kann's kaum erwarten. Dreifache Luftkombo. Dreifache Luftkombo. Oh, wie ich diesen Bastard hasse. Hier habe ich davon eins. Auto wieder Stellung auf. Das nimmt zu viel Platz weg. Ich brauchte eigentlich auch sowas. Warte, wie viel habe ich denn? Das muss ich erstmal wissen. Anpassen. Wie viel Platz habe ich denn? Vielleicht baue ich auch diese Vierer-Dinger rein. Nicht so viel. Okay, 9, 11. Das ist so eine krumme Zahl. Okay, es kann losgehen. Dreifach Luftkombo. Geht klar. Möchtest du so eine? Ja, möchte ich. Sonst wäre ich nicht hier. Ich bin bereit. Verstanden, viel Erfolg. Okay. Juhu! Meine Damen und Herren, hier sind wieder wir. Hier ist der Schaukampf, auf den Sie alle gewartet haben. Der heutige Kämpfer tritt gegen diverse Monster. Wird er ihren brutalen Angriff überleben? Gleich beginnt die erste Runde. Möge das Blutvergießen beginnen. Kleine Begrüßung von mir jetzt. Ein Auftritt, als ob er auf den Wind selbst reiten würde, unser sturmfester Held. Der einzige Roboterreiter. Tudu! Red, vergiss es nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich werde Ihnen einen dreifachen Luftkombo zeigen. Wieso machst du das? Ich verstehe diesen Typen nicht. Er macht das einfach, was der sagt. Ich habe meine selbst auferlegte Regel. Falls Red es nicht schafft, einen dreifachen Luftkombo zu ausführen, hat er verloren. Ja, dann los geht's. Ich hasse das mit den selbst erlegten Regeln. Hätte er schaffen, ihm kaum seine eigene Regel einzuhalten. Erste Runde. Fertig, los. Wollt ihr mich verarschen hier? Dreifach Luftkombo, fertig. Da hast du deine Kombo. Ich hatte mir schon gedacht, dass diese Aufgabe etwas leicht sein würde. Wir könnte. Fick. Hier, friss deine eigene Kacke hier. Hier, friss. Oh, wie der mich jetzt schon aufregt. Friss. Und friss nochmal. Und nochmal. Fahr zur Hölle. Und weg mit dir. Die Kacke fressen. Und der mich jetzt schon aufregt. Mit seinen Dreckskindern. Der Sieger steht fest. Der ist ohne Gedan, der einsame Roboterreiter. Perfekt, wie immer. Und du sei jetzt ruhig und sag keinen Kommentar dazu. Hey, das war ja so beeindruckend. Och, Prinzessin, bewahrt eure... Was stellt der Kontinenz? Das war nun wirklich nichts Besonderes. Ob du das könntest? Es war überraschend gewesen, wenn er an dieser einfachen Aufgabe gescheitert wäre. Wieso habe ich nicht die Option, ihn zu töten? Manchmal frage ich mich das. Haben Sie das gesehen? Ich habe doch gesagt, dass es ein Kinderspiel wird. Oh ja, das war wundervoll. Ja, du warst wundervoll. Aber nicht besser, als ich erwartet hatte. Im Vergleich zu mir bist du noch ein... Du bist ein Lappen, ein Lauch, du bist ein Lappenlauch. Wie ein Kind, na gut, warten Sie es ab. Ich werde Ihnen zeigen, was ich drauf habe. Gut gebrüllt, Level, dann besiegt denn dein Gegner innerhalb einer Minute. Sehen Sie gut hin. Warte mal, war das nicht so ein Scheißgegner? Ey, das weiß ich wieder, das war so ein Scheißgegner. Warte. Das war ein Scheißgegner, ich brauche mehr Angriff, um ihn mehr abzuziehen. Das Abwehr. Ich scheiße jetzt auf Abwehr. Warte mal, habe ich Vierer? Ich habe doch einen Vierer, oder? Angriff, habe ich Vierer? Nein. Ich
versprochener Angriff. Ja, komm. Diese Konversation müssen wir nicht nochmal führen. Warte, kann ich mal einen Fünfer? Siebener? Ach komm. Ich habe das Geld, dann kann ich das auch gleich benutzen. Komm, jetzt geht es auf die Fresse. Warte mal. So. Echt, so wenig Platz nimmt das weg? Warte mal, wenn das so ist, dann mache ich das auch. Dann kaufe ich mir mehr davon. Okay, ich brauche mehr Beweglichkeit, das würde auch gut sein. Beweglichkeit. Angriff habe ich. Beweglichkeit. Und Abwehr auch. Wie später, wenn ich jetzt mehr Platz habe. Anpassen. So. So. Beweglichkeit. Es muss nur eine 10 hier weg, dann wird es perfekt reinpassen. Meine Werte sind jetzt gut, besser als davor, also kann die Scheiße jetzt losgehen. Möchtest du? Ja, möchte ich. Aber sicher. Verstanden, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich werde jetzt so lange aufnehmen, bis ich los muss zu dem Fest. Fred ist für seine spektakulären Kämpfe bekannt. Was wird wohl diesmal passieren? Die zweite Runde beginnt in Kürze. Möge der beste Kämpfer gewinnen. Okay, das waren diese drei ekligen Missgestalten. Sehen Sie das leuchtend rote Feuer des Mutes, das in seinen Augen glüht? Digimon! Der einzig wahre, der einsame Robotreiter rett. Der bin ich. Und ich werde innerhalb einer Minute gewinnen. Du bist egal. Ihr erwartet eine neue, selbst auferlegte Regel. Du bist bereit, eine Niederlage zu akzeptieren, falls du nicht innerhalb einer Minute gewinnst? Hab ich doch gesagt. Nicht schon wieder rett, wenn du verlierst. Gehst du ohne Abendessen ins Bett, klar? Du hast gehört, was sie gesagt hat, rett. Gewinne oder verhungere. Insekten, hä? Oder dann ist Mäuse. Hat deine Chance, diese Monster innerhalb einer Minute zu besiegen? Hoffe ich jetzt mal. Zweite Runde. Fertig. Los! Langsam. Dreckige. Langsam. Ey, zum Glück habe ich das gemacht mit Angriff, sonst wäre das jetzt länger, würde das länger dauern. Sieger steht fest. Der Sieger der zweiten Runde ist der einsame Roboter der Rett. Das war doch kein echter Gegner. Oh, Rett, ach, du warst einfach wundervoll. Auch wenn du in Zeitlupe gekämpft hast. Oh, er hat wirklich einen feinen Kampfinstinkt. Mit ihm wären meine Ritter unbesiegbar. Also bist du unnütz. Haha, haben Sie das gesehen? Das war ein Klacks. Bei dir sah es wirklich ganz zu leicht aus. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Das Finale beginnt in Kürze. Also es geht gleich los. Stellen Sie mich zum Abschluss eine wirklich schwierige Aufgabe? Dann lass uns mal testen, ob dein Selbstvertrauen wirklich so groß ist wie dein Mundwerk. Vielleicht besiege deinen Gegner ohne jeglichen Schaden zu nehmen. Und einen einzigen Treffer. Na, wo ist dein Selbstvertrauen jetzt? Jetzt könnte ich... Ich könnte das im Schlaf. Wie ich gesagt, dass ich das nicht kann. Das mache ich damit links. Wieso redest du nur so viel? Wieso? Wieso redest du nur so viele Scheiße? Es kann losgehen. Red,
wieso redest du nur so ein Mist? Wir sehen uns gleich wieder.